Benjamin und Anna sind wie ihre Eltern zum Christentum übergetreten. Im Iran steht darauf die Todesstrafe. Sie können auf absehbare Zeit nicht zurück in ihre Heimat. Sie erhoffen sich eine Zukunft in Deutschland. Darf ich den Ausweis nochmal? Ja. Dankeschön. Wunderbar. Ihr neues Zuhause ist eine Containersiedlung in Marzahn, im Nordosten Berlins. Rund 400 Flüchtlinge leben hier. Familie Al-Madadi lebt auf knapp 40 Quadratmetern. Zwei Zimmer haben sie. Toiletten, Bäder und Küche teilen sie sich mit den anderen auf ihrem Flur. Familienvater Martin Al-Madadi ist die Entscheidung zur Flucht nicht leicht gefallen. Wir hatten ja alles im Iran. Ein schönes Haus, ein Auto, einen guten Job. Aber wir mussten uns entscheiden. Wollen wir unseren Glauben leben und eine bessere Zukunft für die Kinder? Oder bleiben wir und riskieren es, hingerichtet zu werden? Ich habe nichts mehr. Aber es ist besser, in einem freien Land zu leben. Als die vier Iraner in Deutschland ankamen, haben sie sich gleich taufen lassen und dabei ihre neuen christlichen Vornamen angenommen. Benjamin und Anna heißen die Kinder jetzt. Und ein bisschen haben sie sich schon dem westlichen Lebensstil angepasst. Mit gespendeten Spielsachen aus der Nachbarschaft.